Ja, heute gibt's gebrochene Nasen. Heute greift die Zahnbürste ins Leere. Ja, wir sind schon voll dabei. Wir sind schon mitten auf dem Boot. Wir touren so ein bisschen noch hier rum und sammeln die Leute ein. Es sind einige da heute und es wird ein geiler Fight Club. Das habe ich schon im Gefühl. Schon gefightet haben, wohin schön? Da ist er! Eben wurde gefragt gerade, Gentleman, hier steht Sascha vor mir. Servus. Schön, dass du da bist. So, wir machen weiter. Bergmann, ganz kurz. Bergmann. Ja, ich arbeite halt in der Pause leider auch, Flo. Also ich konnte da nicht wirklich großartig Pause machen. So, zurück zum Kampf. RT war bei der Hälfte ungefähr. Enko noch drei Viertel voll. Manu, du bist dran. Auf geht's. Run.
Also wir wurden leider jetzt unterbrochen, Leute. Beim Fight Club. Wir machen natürlich weiter. Leute, geht einfach ins Wasser und pitch. Ja, wir wurden halt gerade ein bisschen gestört. Wo sind die vom Boot runter? So, dann würde ich sagen, wir machen noch mal einen Kampf, und zwar die Cupcake gegen Manu. Ich blende noch mal um. Ja, Gentlemen, da hast du dein Bild jetzt, ne? Also ich denke, da kann sich jeder jetzt selber mal ein Bild drüber machen. Ja, gut, Late Night, das ist immer schwierig zu sagen. Gibt halt Menschen, in denen täuscht man sich, und wenn dann so einer dabei ist, wie der jetzt speziell, dann ist es umso enttäuschender. Aber ganz ehrlich, Reisende soll man nicht aufhalten. So sehe ich das einfach. Oder es zeugt halt einfach von Dummheit, so zu sein, dass man halt einfach jetzt meint, man müsste so die Welt machen. Also ich meine, die sind zu dritt, die eine kann nichts, die Anna ist Mitläufer und er ist doof wie Schokoladenhase. Also, was soll ich da noch sagen? Ach so. Es sind bis jetzt nur zwei Dislikes, also Kiki oder Sascha oder Jojo, ihr müsst noch ein Dislike drücken, habt ihr vergessen. Ja, ich esse leider auch gerne Schokoladenhasen, ja, und Schokoladenhase wäre leider viel zu gut dafür. Sollte sich lieber um andere Dinge kümmern, als jetzt, sagen wir mal, hier die Welle zu machen. Kiki Morningstar, gut, die sitzt auf Mallorca und hat nichts in ihrem Leben. Ist halt einfach so, also ich kann da halt nicht viel dazu sagen. Ne? Wenn jemand halt einfach verbannt wird, rausgeschmissen wird und das letzte Highlight, was im Leben war, auch noch genommen wird.
lasse es einfach weiterlaufen, damit man es halt einfach mal sieht, wie man sich zum Harry macht. Warum die das machen, ist schwierig zu sagen. Da kann ich nichts dazu sagen. Das sind drei Leute, mehr haben die nicht. Ja, gekränkte Eitelkeit. Wir brechen das an der Stelle ab. Wir gehen jetzt einfach mal ins Wasser, schwimmen rüber. Schwimmen jetzt einfach mal rüber und beenden den Fight Club an der Stelle. Ja, weil das macht jetzt gar keinen Sinn, weil die... Ja. Wer hat denn von euch noch Lust, mit in den Showdown zu gehen? So eine Runde. Geht alles weiter. Das ist so geil. Ja, also von daher, wir zocken jetzt noch ein bisschen Showdown, ja, und gucken noch mal eine Runde. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Dann lasst mir ein Abo, ein Like dafür dieses Video. Ansonsten, ja, mir reicht's. Ich gebe ihn. Macht's gut.